die Kernbohrmaschine PKBM 1800A1. PK, Fahrzeit, Bohrmaschine, 1800 Watt. Das ist ein Stück. Oh, Dankeschön. Was haben wir hier drin? Ich bin schon ein paar Mal im Lidl dran vorbeigelaufen und habe gedacht, für 99,99 kann man keine Kernbohrmaschine bauen. Ich muss euch vorweg sagen, kann man doch. 1800 Watt, wie schon gesagt, Leerlaufdrehzahl 0 bis 2200. Ich habe es schon getestet, geht über den Knopf hier. Also am Schluss fühlt man eine Stufe, aber an sich relativ stufenlos. Je fester man drückt, desto schneller läuft die Maschine. Durchbruchdurchmesser maximal 120 mm brauche ich nicht. Ich bohre irgendwas zwischen 55 und 82. Werkzeugaufnahme 1,25 UNC, 32 mm Außengewinde, 3 Meter Kabel hat sie. Zubehör ist dabei. Wir packen aus, würde ich sagen. Die handelsüblichen Koffer, von denen halte ich nichts, aber der Preis muss irgendwoher ja kommen. So, man merkt schon, das wird hier nicht ewig lang halten. Das ist relativ günstig, ein bisschen scharfkantig, aber das gute Stück wird nicht oft benutzt, deswegen denke ich, dass das erstmal so passt. So, was haben wir hier? Einen großen gummierten Griff. Oh, schwer, das ist gut. Den Schulteranschlag zum Schrauben. Anschluss fürs Wasser. Die Maschine an sich. Mit Test before each use, Plug-in Power Outlet, Press Button. Ah, okay, wenn Fehlerstrom kommt, dann löst dieses Ding hier aus. So. Macht nicht den wertigsten Eindruck, aber besser haben als brauchen. Das ist eine Sicherheitsvorrichtung. Das Kabel ist definitiv nicht das günstigste. Also hat Baustellenqualität, würde ich sagen. Reset und Test. Okay. So, wir haben 3 Meter Kabel dabei und die Maschine. Was gibt es hier noch? Ein Schraubendreher, Bedienungsanleitung und die Schrauben für den Schulteranschlag. Und damit man sich nicht wehtut, haben sie freundlicherweise noch ein Gummi dazu gepackt. So, das kommt dann hier dran. Okay. Ah, hier ist noch ein Gutzele. Ersatz Kohle. Sehr einfach zu wechseln anscheinend bei der Maschine, also laut Bedienungsanleitung. Verlängert natürlich ein bisschen die Lebensdauer. Alles in allem super hochwertig. Das hier ist massiv. Also ich habe schon Parkside-Sachen in der Hand gehabt. Da hat man gedacht, wenn ich da jetzt einmal fest drücke, dann fällt es auseinander. Aber für 99 Euro, das ist richtiges Plastik. Das hier ist richtig massiv. Das sind gute Bohrungen. Das fühlt sich alles gut an. Der Knopf ist groß. Hier ist wahrscheinlich ein Reset-Knopf bei Überhitzung oder wenn die Rutschkupplung
eingreift. So viel zur Maschine. Also echt ein großes Teil. Wiegt auch ein bisschen was. Gehen wir mal rein. So, was haben wir? 230 Volt, 1800 Watt, 3 Meter, Gewicht 5,7 Kilo. Ich bin ein recht kräftiger Typ, deswegen macht mir das nicht viel aus. Und ja, klar, Profimaschinen sind natürlich leichter, aber Profimaschinen kosten halt auch einfach mal mindestens das 5- oder 10-fache. Und hier sieht man schon, wie einfach anscheinend der Kohlewechsel vonstatten gehen soll. Ja, bauen wir es mal zusammen, würde ich sagen. Und dann geht's raus zum Testen. Also, auch wenn das alles ein bisschen Plastik hier hinten ist, macht einen wertigen Eindruck. Die Schrauben haben sich sehr gut, sehr fest reinschrauben lassen. Ich glaube, ich würde es jetzt nicht x-mal auseinanderbauen. Die Bohrungen, die ich vorhabe, werden wahrscheinlich auch ohne diesen Schulterdrücker gehen. Aber jetzt fürs Video habe ich das mal zusammengebaut. Entschuldigung. Hier drin ist das Kugelgelenk. Zur Regulierung des Wasseranschlusses. Also wenn ich jetzt im Bewährungsbeton bohren würde und nicht im Innenbereich bin, würde ich natürlich Wasser anschließen. Gardena, Kupplung dran, Wasser an. Wasser geht hier rein, kommt hier vorne raus. Bohrkrone wird gekühlt. Mit ein bisschen Gefühl kann man den Wasserdurchfluss auch steuern. Soweit, so gut. Also erster Eindruck echt top. 99,99 online bestellt. War gerade nicht im Lidl-Shop. Ich habe es bei Kaufland.de bestellt. Passt. Ist keine Werbung. Ich habe die Maschine selber Also es ist Werbung, aber es ist keine Werbung im Sinne von bezahlte Werbung. Sprich, ich habe sie selber bezahlt. Ich werde sie selber verwenden. Ich brauche sie für meine Projekte. So, Maschine ist zusammengebaut, wir sind draußen zum Testen, Bohrkrone ist dran, Absaugung ist dran, Maschine steckt am Strom, Wasser ist ausgeschalten, weil das testen wir heute nicht, der Betonklotz ist schon vorbereitet, die Absaugung ist ganz praktisch, verlinke ich euch, kostet 70 Euro, macht aber einen riesen Unterschied bei der Sauerei, wenn man innen bohrt und nicht im Keller ist, wo alles eingesaut werden kann. Wenn das schon renoviert ist, dann ist so eine Absaugung wirklich Gold wert. Funktioniert auch sehr gut. Ich spule das Ganze jetzt vor. Zeit habe ich nicht gemessen. Es ging recht schnell. Man ist sehr schnell durch. Der Bohrer ist hier auch nicht der schlechteste. Aber man sieht, Maschine läuft und es ist vierfache Geschwindigkeit. Die Maschine blieb ruhig in der Hand. Ich habe jetzt keinen Riesenkraftaufwand gebraucht. Ganz am Schluss hat sie sich verkantet, also die Rutschkupplung funktioniert. Der Sauger saugt jetzt noch den Kern an. Sobald er ausgeht, rutscht der Kern dann runter. Und man kann den dann so ein bisschen rausschütteln oder rausklopfen. Ein kleiner Tipp noch, wenn ich präzise an Wänden bohren müsste, wollen würde oder werde, dann werde ich mir wahrscheinlich im Innendurchmesser des Bohrers Schablonen machen aus MDMF, aus Platten, diese dann zentriert an dem Punkt, an dem ich bohren möchte, befestigen und dann habe ich ja die Bohrkrone oben drauf mit der Absaugung und dann kann ich mir sehr sicher sein, dass der Anfangsschnitt sauber genau da ist, wo ich es haben will, ohne schräg ansetzen zu müssen. Und dann schraube ich das wieder weg und bohre einfach weiter. Das sind die Löcher. Die ersten zwei waren schon zum Testen. Das dritte habt ihr gerade gesehen. Ich sage schon mal danke. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, abonniert meinen Kanal. Kauft über die Links, würde mich freuen. Ich kann die Maschine wirklich wärmstens empfehlen.
Ciao.